Ja, herzlichen Dank und schönes Willkommen hier nach dieser kurzen Pause wieder zurück oder neu im blauen Saal. Es geht um Sicherheit und Sicherheit geht uns alle an im Internet. Michael Hausting ist wahrscheinlich einer der Personen hier in der Schweiz, die sich am ehesten mit Sicherheit und Sicherheitsstandards auskennt und weiß, wieso das offene Standards ganz wichtig sind. Und das wird er uns in den nächsten rund 25 Minuten erzählen. Offene Sicherheitsstandards in der Schweiz. Herzlich willkommen, Michael Hausting. Danke Marcel und herzlich willkommen. Ich werde heute über die mühsame Sicherheit und die langweiligen Standards reden. Ich hoffe trotzdem, dass ihr etwas mitnehmen könnt. Mein Name ist Michael Hausting, ich arbeite für Switch. Switch ist eine Stiftung, die das NREN, das National Research and Education Network in der Schweiz betreibt. Und nebenbei ist Switch auch die Registrierungsstelle für .ch-Domainnamen. Und im Rahmen dieses Auftrags, den wir vom Bundesamt für Kommunikation haben, geht es auch um die offenen Sicherheitsstandards. Was sind offene Sicherheitsstandards? Offene Sicherheitsstandards sind Protokolle oder Definitionen von Protokollen, die zur Standardisierung dienen, um vorhandene Kommunikation, die meistens 20 oder 30 Jahre alt ist, zu verschlüsseln, b, um eine Authentifizierung mit dem Kommunikationspartner herzustellen und wenn möglich auch noch die Integrität zu gewährleisten. Das sind alles Sachen, die wurden zum Beispiel bei E-Mail oder auch im Webverkehr ursprünglich gar nicht mit angedacht und deswegen sind sie in den ursprünglichen Protokollen nicht mit drin. Daneben gibt es Standards, die dafür genutzt werden, um Trust Anchors zu publizieren. Zum Beispiel, was für einen Schlüssel nehme ich, um mit irgendjemand zu reden? Oder wer ist eine vertrauenswürdige Stelle, die zum Beispiel Zertifikate ausstellen darf? Das sind Beispiele von offenen Sicherheitsstandards. Wofür werden offene Sicherheitsstandards oder was ist der Nutzen von offenen Sicherheitsstandards? Ihr kennt sicherlich alle SSL, TLS, das dient zur Verschlüsselung im World Wide Web und dient dort vor allem, dass meine Kommunikation vertraulich ist, wenn ich auf einer Webseite surfe. Man kann zwar sehen, auf welcher Webseite ich bin, aber was ich dort genau mache, das ist dank der Verschlüsselung nicht mehr zu sehen. Genauso werden mit diesen offenen Standards E-Mail und DNS abgesichert. Diese offenen Standards sind nötig, weil wir teilweise ja noch ein interoperables Internet haben, auch wenn wir heute viel von Plattformen und Chatdiensten gehört haben, die es da deutlich einfacher haben. Wenn die verschlüsseln wollen, dann führen die von heute auf morgen einen neuen Verschlüsselungsalgorithmus ein und alle ihre Nutzer profitieren davon. Das ist bei interoperablen Diensten anders, weil dort muss mein Kommunikationspartner den gleichen Standard und den gleichen Cipher benutzen, damit das Ganze auch wirklich funktioniert. Dafür ist es, wenn sich ein Standard durchsetzt, steigt der Nutzen automatisch mit der Anzahl der Nutzen. Also da gibt es einen Netzwerkeffekt. Offene Sicherheitsstandards haben einen Vorteil, wenn man die Sicherheit anschaut. Und zwar sind sie öffentlich. Wenn ich zu einer Webseite verbinde, sagt mir der Webserver, was für Verschlüsselungsprotokolle und Ciphers er unterstützt. Und damit kann ich das messen. Und deswegen sind offene Sicherheitsstandards meiner Meinung nach sehr gut geeignet, um zu sehen, wo steht ein Land, wo steht eine kritische Infrastruktur, weil ob sie eine Firewall haben und wie die Filter konfiguriert sind, das kann man von außen, allerhöchstens, man ist ein Bug-Bounty-Programm-Teilnehmer, im Normalfall nicht sehen, aber offene Standards zu messen, das ist was, da gibt es keinerlei Bedenken, weil das wird ja absichtlich angekündigt, was für Standards ich unterstütze. Zwei Tools, die ich in dem Vortrag immer wieder gebrauchen werde, das ist Hardenize und OpenIntel. Hardenize und InternetNL, das sind zwei Tools, mit denen ich messen kann, wie sieht die Unterstützung jetzt zum Beispiel für meinen E-Mail-Provider oder für eine gewisse Webseite aus, was für Sicherheitsstandards unterstützen die. Und die sind wirklich einfach zu benutzen, das Webinterface, ich gebe dort einen Domainname ein und schon sehe ich, was werden für E-Mail DNS und Web-Standards unterstützt. Ich werde über folgende Standards reden. Das ist eine bisschen willkürliche Auswahl, aber ich denke, das sind alles relevante Standards. Ich habe die mal eingeteilt in Web-Standards. Das ist vor allem TLS, das allen bekannt sein dürfte, und auch Security Text, was der Antoine gestern schon erwähnt hat, das zwar kein Protokoll ist, um das Web sicherer zu machen, aber das webbasiert ist. Dann
Die meiste Zeit werde ich sicherlich verwenden, um auf E-Mail-Standards einzugehen. Das ist TLS, DAN, DMARC, SPF und DKIM. Und dazu kommen noch die Benutzerverschlüsselungen wie PGP und S/MIME. Und letzten Endes werde ich noch auf DNS eingehen und dort vor allem über DNSSEC und DOH bzw. DOT reden. Und am Ende werde ich noch sagen, wie sieht es in der Schweiz aus und was wird getan, damit sich diese Sicherheitsstandards weiter durchsetzen. Fangen wir mit einem einfachen Beispiel an. TLS-Verschlüsselung im www. Das kennen wir alle, wenn wir auf eine Webseite gehen, sollte da oben HTTPS stehen mittlerweile und nicht mehr HTTP. Wir messen das im beschränkten Rahmen für die Schweiz. Wir haben 1000 Domains, die am allermeisten genutzt werden und für die misst HDNICE regelmäßig, wie verwenden die TLS im Internet. Und hier sehen wir ganz links, 95% aller der Top 1000 CH-Domains nutzen eine TLS-Verschlüsselung. Es gibt gute Gründe, warum man keine will. Never SSL, wer das zum Beispiel kennt, hat absichtlich keine SSL, keine TLS-Verschlüsselung. Und deswegen, ich glaube, 95 ist sicherlich ein Ergebnis, mit dem man mehr als zufrieden sein kann. Es gibt über TLS bzw. HTTPS weitergehende Standards, die jetzt auch noch gemessen werden, wenn zum Beispiel, wenn ich auf die unsichere Webseite oder auf die Webseite mit HTTP gehe, werde ich redirected und das machen 77% der Webseiten. Und weitere Standards, wie zum Beispiel zu sagen, wenn du in Zukunft auf meine Webseite willst, dann benutzt doch bitte von Anfang an ein verschlüsseltes Protokoll, das nennt sich HSTS, das haben von den Top 1000 Domains 41%. Ich denke, das war recht einfach. Das ist ein simples Beispiel von einem Standard, der seit 30 Jahren existiert und der sich vor allem seit 10 Jahren ungefähr durchgesetzt hat. Gründe gibt es da mehrere. Ein Grund ist zum Beispiel, dass Google im Search Engine Ranking angefangen hat, Webseiten, die HTTPS nutzen, höher zu ranken. Das war der Anfang. Und als dann mehr als 50% aller Webseiten HTTPS unterstützt haben, ist Google noch einen Schritt weiter gegangen und hat im Chrome-Browser angezeigt, das ist eine unsichere Webseite, wenn der Webserver kein HTTPS unterstützt hat. Und das hat dann, diese beiden Maßnahmen haben maßgeblich meiner Meinung nach dazu beigetragen, dass wir heute die 97% HTTPS-Verschlüsselung haben in der Schweiz. Der nächste Standard, wir haben es gestern schon gehört, Security Text. Das ist ein Standard, der vor allem für Betreiber von Infrastruktur wichtig ist, wobei Betreiber von Infrastruktur jeder ist, der einen Webserver oder einen Mailserver betreibt. Das Problem, das es da gibt, dieser Webserver oder auch der Mailserver kann ein Sicherheitsloch haben. Und jetzt gibt es zum Beispiel das NCSS, das möchte dann eine Benachrichtigung schicken und sagen, lieber Mail-Server-Betreiber, dein Exchange-Server ist verwundbar und sie wissen nicht an wen. Security-Text ist ein einfaches Textfile, das unter .wellknown auf dem Webserver liegt und dort kann man sagen, wie man zu erreichen ist. Das ist das Security-Text von SwitchCH. Da sieht man zum Beispiel, wen kann man kontaktieren bei Security-Issues. Das wäre das cert@switch.ch. Man sieht, wo kann ich einen PGP-Schlüssel finden, wenn ich was Vertrauliches schicken möchte. Und wir haben noch zwei andere Sachen, nämlich was für eine Policy haben wir, da steht drin, was für Office aus haben wir, was nehmen wir überhaupt für Beschwerden entgegen. Und wir haben auch unsere Jobs dort, weil das ein sehr guter Platz ist, um technikaffine Leute zu finden. Antoine hat gestern einen guten Talk zum Bug-Bounty-Programm der Swisscom gegeben. Ich hatte das schon vorher ausgewählt, weil Swisscom da vorbildlich ist und in ihrem Security-Text sogar ihr Bug-Bounty-Programm oder einen Hinweis auf ihr Bug-Bounty-Programm veröffentlicht hat, sodass Leute, die an Bug-Bounty-Programmen teilnehmen, wissen, wo sie diese Informationen finden. Alles in allem sehr einfach zu machen, vor allem relevant für jemanden, der einen Server betreibt oder der für ein Unternehmen oder eine Organisation Infrastruktur betreibt. Weiter möchte ich ja gar nicht auf die Webstandards eingehen. Die sind eigentlich recht gut und da gibt es nicht unbedingt Handlungsbedarf. Es gibt andere Stellen, wo ein viel größerer Handlungsbedarf meiner Meinung nach da ist. Das Problem ist E-Mail. Wir wissen, dass je nach
je nach Schätzung zwischen 70-90% aller Angriffe initial über E-Mail kommen. Und eines der Hauptgründe ist, dass E-Mail 30 Jahre alt ist und keinerlei Absicherung hat. Und deswegen gibt es da nicht einen Security-Standard, der E-Mail absichert, sondern mindestens so viele. Und das sind nur die, die am allerwichtigsten sind. Es gibt noch ein paar mehr. Wo liegt das Problem bei E-Mail? E-Mail ist ein verteiltes Protokoll. Das heißt, es kann jeder eigentlich einen E-Mail-Server betreiben. Wenn ein Benutzer A eine Mail schickt zu Benutzer B, das ist eine Grafik von Enisa, die das visualisiert hat, die ich sehr gut finde, dann schickt der Nutzer erstmal per SMTP eine Mail an seinen MTA, das ist meistens sein ISP oder sein Provider oder Gmail oder sein Webhoster, der einen Mailserver betreibt, und der schickt es dann über das Internet weiter an den MTA vom Empfänger. Und der Empfänger holt es dann per IMAP oder ja hoffentlich per IMAP von seinem Mailserver ab. Dazwischen ist das Internet, und auf dem Internet gibt es jetzt verschiedene Gefahren. Das erste ist mal das DNS. Wenn zum Beispiel mein MX-Record gefälscht ist, dann wird das Mail schon mal an den falschen Empfänger geschickt. Das ist ein gezielter Angriff, der ab und zu sehen ist. Was meistens passiert ist, sind allerdings die anderen drei Angriffe, nämlich das sind Angriffe auf die Vertrauenswürdigkeit, also Confidentiality, dass jemand, der einfach im Pfad ist, mithört. Wenn ich zum Beispiel jetzt, na gut, hier betreibe ich keinen Server, aber wenn ich was über ein nicht vertrauenswürdiges Netz schicke, dann kann jeder, der an diesem Netz sitzt, mithören. Und zum Beispiel Routing-Security-Vorfälle, die sehen wir täglich, und dann wird ganz leicht der Verkehr mal über einen anderen ISP umgeroutet. Das Zweite, was für die meisten Sicherheitsvorfälle verantwortlich ist, ist Identity. E-Mails lassen sich nicht so einfach authentifizieren. Jeder kann behaupten, er ist President of the United States und kann eine E-Mail mit whitehouse.gov abschicken. Das wird vor allem gemacht im Namen von großen Marken, wie von der Post, wie von der Bank, wie von großen Shopping-Firmen. Und es wird gesagt, hey, dein Paket wartet, und klick hier, oder es gibt Phishing-Mails, die angeblich von Hotmail oder von meinem Mail-Provider kommen, und ich muss ganz dringend einloggen, damit meine Mails nicht gelöscht werden. Diese Mails kommen natürlich nicht von demjenigen, der da als Absender steht in der E-Mail, sondern die kommen vom Angreifer, und das Ziel ist, einfach meine Credentials zu phishen. Das dritte Problem ist Integrity. Die Mails sind nicht kryptografisch abgesichert. Das heißt, jeder, der im Pfad ist von dieser E-Mail, der kann den Inhalt verändern. Zum Beispiel kann man das machen, um IBAN-Nummern zu verändern, oder da gibt es, der Fantasie ist meistens, sind keine Grenzen gesetzt, und alles, was man machen kann, um an Geld zu kommen, das wird eigentlich auch gemacht. Und deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, E-Mail, die ja vor allem im Geschäftsverkehr noch sehr häufig eingesetzt wird, abzusichern. Das erste Problem ist die Authentizität und die Integrität von E-Mail. Und da gibt es die drei Standards, DMARC, SPF und DKIM. Das Problem ist, wir haben einen unverschlüsselten Kanal, und wir wollen jetzt sicherstellen, was ist die Identität des Absenders, und ist die Meldung, die E-Mail, die er mir schickt, noch unverändert. Und da gibt es diese drei Standards, die zusammenarbeiten. Der erste Standard ist SPF. Damit wird publiziert, welcher Mail-Server darf für meinen Domainnamen Mail schicken. Der zweite ist DKIM. DKIM signiert sozusagen die Mail, um festzustellen, diese Mail wurde nicht verändert. Und der dritte Standard ist DMARC, der eine Policy veröffentlicht, in der steht, wenn du eine E-Mail empfängst, dann muss die SPF signiert sein, und zum Beispiel der Absender in dem E-Mail-Body, also das, von welchem Mail-Server das Mail kommt, und der Absender, der in der E-Mail steht, die müssen übereinstimmen. Und das sind Sachen, die enforced DMARC, und DMARC bietet auch eine Reporting-Schnittstelle an. Das heißt, wenn jemand meine Identität missbraucht, bekomme ich von anderen MTAs Meldungen geschickt, und dort wird gesagt, irgendjemand hat versucht, in deinem Namen E-Mails zu verschicken.
Dema kann man im Monitoring-Modus einschalten. Wenn man das macht, wird man feststellen, wenn man ein Domain hat, der bekannt ist, dass sehr, sehr viele Mails im eigenen Namen versucht werden zu verschicken, meistens für Phishing oder für sonstige Spam-Mails. Wie verbreitet ist SPF und DMARC in der Schweiz? Das sind wieder die Top 1000 Domains. SPF ist recht weit verbreitet, DMARC momentan ungefähr bei 16%. Die Identität und die Integrität ist aber nicht alles, weil die E-Mails sind immer noch unverschlüsselt. Es gibt wie beim Web einen Standard, oder das ist der gleiche Standard, TLS, Transport Layer Security, der verschlüsselt die E-Mails während des Transportes. Das Problem ist, dass es beim Versand zwischen zwei Mail-Servern niemand gibt, der auf ein Pop-up klicken kann, wo gesagt wird, das Zertifikat ist ungültig. Deswegen verzichten die Mail-Server eigentlich drauf, auf die Gültigkeit von Zertifikaten zu schauen. Und das ermöglicht Man-in-the-Middle-Angriffe. Das heißt, wenn ich schaffe, dem Mail-Server zu sagen, er soll das Mail nicht an den eigentlichen Empfänger, sondern an mich schicken, nützt die Verschlüsselung nichts. Ich kann das Mail trotzdem empfangen und lesen und dann weiterleiten. Eine Maßnahme, um das zu umgehen oder das zu verhindern, ist DANE, die DNS-Based Authentication of Named Entities. Damit veröffentliche ich im DNS ein Hash von meinem Zertifikat und so kann der sendende MTA verifizieren, dass er das Mail wirklich an den richtigen Mail-Server übermittelt. Verbreitet in der Schweiz ist es auf der Empfängerseite, das ist jetzt eine Statistik von dnssectools.org. Die Schweiz ist weltweit auf dem dritten Rang und wenn man sich die Größe der Domains anschaut, müsste die Schweiz noch weiter vorne sein, weil es vor der Schweiz sind nur Holland und .com. Holland hat ungefähr dreimal so viel DANE-enabled Domains. Holland hat aber auch dreimal so viel Domains insgesamt. Und .com, die ganz vorne sind, die haben ungefähr 50 Mal mehr Domains. Also ist der Anteil von CH-Domains, die DANE unterstützen, eigentlich weltweit sehr hoch. Der Grund dafür ist, dass zwei Hoster in der Schweiz, nämlich Alphamaniac und Hostpoint, beide DANE unterstützen. Und das führt dazu, dass zumindest auf der empfangenen Seite, das heißt, wenn ich meine Domain bei Hostpoint oder bei Alphamaniac habe, der sendende MTA überprüfen kann, rede ich mit dem Richtigen. Andersrum wird es schwieriger, weil dort nichts publiziert wird, nämlich, ja, andersrum ist hier die Frage, wenn mein Mail-Server eine Mail sendet an jemand, der DANE unterstützt, wie kann ich rausfinden, ob der absendende Mail-Server das auch wirklich überprüft? Und da gibt es eine Webseite oder einen Dienst, der heißt havedane.net und an den kann ich eine E-Mail schicken und da gibt es eine E-Mail-Adresse, die heißt wrong.havedane.net und wenn ich an diese E-Mail-Adresse eine E-Mail schicke, sollte eigentlich mein sendender MTA sagen, da stimmt was nicht mit dem Zertifikat und nach 4 Stunden sollte ich so eine Mail bekommen, wo steht, das Mail wurde nicht zugestellt, weil es einen Zertifikatfehler gibt. Wie verbreitet ist DANE? Bei den Top 1000 noch nicht allzu sehr, 2% der Top 1000 CH-Domains unterstützen DANE. Wenn man die Zahlen von Victor sieht, diese Statistiken macht, dann sehen wir aber, es gibt ungefähr 300.000 Domains und damit sind wir ungefähr, wenn man auf alle CH-Domains schaut, auch so bei 15%. Die Infrastruktursicherheit ist allerdings nicht alles. DMARC, SPF und DKIM garantieren zwar Integrität und Authentizität, DANE und TLS garantieren die Verschlüsselung und Transport. Es gibt aber zwei Probleme. Das eine ist, ein Benutzer von einem Hoster oder von einem, der in der gleichen Domain ist wie ich, kann mich trotzdem noch spoofen, weil das alles Standards sind, die nur auf Domain-Ebene arbeiten. Und das zweite Problem ist, dass die Mails nur im Transport verschlüsselt sind. Das heißt, wenn sie mal in der Mailbox vom Benutzer sind, sind sie wieder unverschlüsselt. Und wenn ich ein Phishing-Opfer werde oder wenn jemand ein Phishing-Opfer wird, dann eignen die Mails sich sehr gut für Conversation-Hijacking, Phishing-Attacken oder sowas.
Wie kann man das lösen? Die Lösung ist eigentlich auch schon seit 20 Jahren bekannt. Die heißt PGP oder S-MIME. Das ist eine User- oder nachrichtenbasierte Verschlüsselung, die eigentlich den Inhalt der Nachricht verschlüsselt und auch die Authentisierung bzw. die Identifizierung des Benutzers, also nicht nur der Domain, sicherstellt. Unter der E-Mail oder unter allem, was im Internet passiert, ist das DNS. Deswegen sind DNS-basierte Sicherheitsstandards weiterhin sehr wichtig. DNS übersetzt Domainnamen wie switch.ch in eine IP-Adresse, wie hier rechts zu sehen, in die IPv6-Adresse. Es erlaubt aber auch, Dienste ausfindig zu machen, zum Beispiel, wer empfängt Mails für diesen Domainnamen, das ist der MX-Record. Ich kann dort Schlüsselmaterial hinterlegen, das ich für Verschlüsselung benutze. Und ich kann vertrauenswürdige Stellen publizieren, wie zum Beispiel, wer darf für Switch.ch Zertifikate ausstellen. DNS wurde auch vor knapp 30 Jahren entwickelt, unverschlüsselt, ohne Integrität, ohne Authentizität, ohne Verschlüsselung. DNS ergibt seit ungefähr 20 oder seit 15 Jahren. Ziel ist, die Authentizität und die Integrität von DNS-Antworten zwischen dem autoritativen Name-Server und dem Resolver sicherzustellen. Das heißt, wenn ein Angreifer im Internet einen Angriff macht, kann das verhindert werden. Und jetzt der Resolver von meinem ISP kann sicher gehen, dass eine Antwort, die er über das Internet erhalten hat, wie zum Beispiel, was ist der Mail-Server oder was ist die IP-Adresse von einem Dienst, dass die stimmt. Was DNSSEC nicht garantiert, ist die Verschlüsselung. Das heißt, dass alle diese Auflösung, welche Domains ich benutze, das ist weiterhin zu sehen. Wie ist die Verbreitung von DNSSEC? Da gibt es auch wieder die zwei Seiten, nämlich wie viele Nutzer validieren diese Anfragen. Die Schweiz ist da europaweit recht gut, bei 67%. Hier ist eine Liste, man kann es nicht lesen, aber es gibt nur noch einen ISP, der DNSSEC nicht unterstützt. Alle anderen unterstützen DNSSEC. Und deswegen ist die DNSSEC-Validierungsrate, die von AP-NIC gemessen wird, bei 67%. Auf der anderen Seite müssen natürlich die Domainnamen, die aufgelöst werden, signiert sein. Und da sind wir momentan, wenn wir jetzt die Country Code Top-Level-Domain anschauen, für .ch bei 47%. Das heißt, da sind wir einmal deutlich mehr als die Hälfte und bei der DNS-Signierung sind wir ungefähr bei der Hälfte. Und das sollte sich aber weiterhin verbessern. Warum, sage ich noch später. DNSSEC garantiert die Integrität und erlaubt einen Name-Server zu autorisieren. Was DNSSEC nicht bietet, ist eine Verschlüsselung und damit die Vertraulichkeit von meinen oder von den Abfragen des Benutzers bis zu seinem Mail-Server, bis zu seinem DNS-Server. Das ist besonders wichtig, wenn man wie hier in einem offenen WLAN ist, weil wenn ich hier einfach sniffe, sehe ich eigentlich, wer besucht welche Webseiten, wer benutzt welche Mail-Dienste, das alles lässt sich sehen. Und da gibt es auch eine Lösung für, nämlich zwei Protokolle, die heißen DOH und DOT. Und die verschlüsseln diese Abfragen zwischen meinem Computer und dem sogenannten Resolver. Es gibt zwei Dienste, die ich hier nennen möchte als Beispiel. Der eine ist der DNS der digitalen Gesellschaft und der andere Quad9, das ist eine Stiftung, die seit knapp 2 Jahren in der Schweiz ist. Wie wir gesehen haben, manche der Standards setzen nicht durch, manche sind noch am Anfang, obwohl es sie schon seit 10 oder 20 Jahren gibt. Jetzt ist die Frage, was wird getan in der Schweiz, damit sich diese Standards weiter durchsetzen? Es sind verschiedene Maßnahmen. Das NCSC versucht zum Beispiel Werbung zu machen für Security Text, damit sie nicht immer eingeschriebene Briefe schicken müssen an die Betreiber von Exchange-Web-Servern, sondern wissen, wem können sie diese Nachricht schicken. Findet man auch auf der Webseite vom NCSC. WIKO, der Branchenverband der Hoster, oder auch der Hoster, hat eine Branchenempfehlung Anti-Phishing herausgegeben. Diese Security-Standards sind ja kein Selbstzweck, sondern sie verfolgen ein Ziel. Und gerade wenn es um die Autorisierung von E-Mails geht,
ist Phishing oder die Verhinderung von Phishing natürlich eines der Ziele. Weil wenn ich weiß, von wem ein Mail kommt und das sicherstellen kann, dann hilft mir das sehr. Switch als Registrierungsstelle hat seit 2017 einen Auftrag vom BACOM, DNSSEC zu fördern. Und jetzt sieht man, das ist ganz links auf der Seite von dieser Grafik. Wir haben das 4-5 Jahre fast getan. Wir haben Vorträge gegeben, wir haben Webseiten gestaltet, wir haben mit Leuten geredet. Es hat auch was gebracht. Wir sind von einem auf knapp 6% DNSSEC-signierte Domains gekommen. Das BACOM, wie auch wir, fanden das nicht befriedigend und deswegen hat das BACOM uns mandatiert oder einen Auftrag gegeben, dass wir einen finanziellen Anreiz setzen, um diese Standards zu fördern. Das haben wir gemacht seit dem 01.01.2022. Kostet ein Domainname oder kostet die Verlängerung eines Domainnamens, der kein DNSSEC hat, 1 Franken mehr, beziehungsweise 1 Franken weniger für einen Domainnamen, der DNSSEC hat. Das Geld sammeln wir ein und am Ende des Jahres wird diese Lenkungsabgabe wieder ausgeschüttet an alle, die DNSSEC-signierte Domains haben. Am Anfang dieses Jahr und letztes Jahr haben wir das nur für DNSSEC gemacht. Nächstes Jahr wird diese Ausschüttung von der Lenkungsabgabe für Domains erfolgen, die auch DMARC und SPF unterstützen. Und 2024 wird die Ausschüttung erfolgen für Domains, die auch E-Mail-Verschlüsselung per DNSSEC unterstützen. Und was wir 2026 machen, das wissen wir noch nicht. Das legen wir zusammen mit dem BACOM und einem Vertreter der Hoster fest. Und wie man sieht, nachdem wir den finanziellen Anreiz eingeführt haben, ist die Adaptionsrate von DNS doch erheblich nach oben gegangen. Also es ist meiner Meinung nach ein sehr wirksames Mittel, um offene Sicherheitsstandards zu fördern, weil es einfach von Seite des Marktes keine Nachfrage gibt und deswegen hat auch kein ISP oder kein Hoster ein Business Case, diese Standards zu implementieren. Jetzt zuletzt noch, was ist die Frage, was kann jeder von uns tun, um seine Kommunikation im Internet sicherer zu machen? Das Erste ist, die wenigsten werden selbst einen Mail- oder Webserver oder einen DNS-Server betreiben, sondern werden den beim ISP oder beim Hoster einkaufen. Bevor ich den auswähle, gehe ich am besten mal auf einen dieser beiden Dienste oder beide und schaue, was unterstützen denn diese Hoster für Sicherheitsprotokolle für ihre eigene Webseite oder für ihren eigenen Mail-Server. Das hilft. Und auf Nutzerebene empfiehlt sich sowieso die Verschlüsselung von PGP oder S/MIME. Das hängt davon ab, mit wem kommuniziert man, unterstützt die Gegenseite PGP oder unterstützt die S/MIME. Ich benutze schon seit Jahren beides, weil es sind beides konkurrierende Standards und ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell lösen wird. Und falls einem das zu kompliziert ist, PEP zu installieren oder einzuschalten, es gibt auch E-Mail-Betreiber wie ProtonMail, die eigentlich PGP out of the box unterstützen. Da muss ich kaum noch was machen. Damit komme ich zum Ende meines Vortrags und stehe für Fragen zur Verfügung. Ja, danke vielmals. Das Mikrofon in der Mitte des Saals wartet auf eure Schlange. Nein. Ja, es erstaunt, dass da ein Franken Engineering-Arbeiten hervorhebt, die vorher über ich weiß nicht wie viele Jahre erfolglos beworben wurden. Sind wir Schweizer so gierig? Ja, das glaube ich nicht. Also wir haben ja mit den Hostern gesprochen und sie hatten natürlich den Use, sie hatten das schon fertig geplant. Was kostet es uns, DNSSEC zu implementieren? Das kostet 20 Engineering-Tage, ein Risiko und die Implementation von DNS konkurrenziert mit Features für Produkten, mit neuen Produkten und dann ist eigentlich ganz klar, was die Geschäftsleitung entscheidet. Wollen wir etwas machen, was kein Kunde nachfragt und was uns keinen kranken Vorteil am Markt bringt oder wollen wir was machen, wo wir zumindest ein neues Feature haben oder sogar ein neues Produkt? Wenn wir jetzt natürlich diesen Anreiz setzen und auf einmal ein Hoster, der 100.000 Domains hat, macht 100.000 Franken pro Jahr. Und sofort ist natürlich ein Business Case da.
Und damit sind 20 Engineering-Tage natürlich locker finanziert. Ja, was hättet ihr gerne sonst noch an Sicherheitsstandards oder wolltet schon mal wissen, wie man selbst Sicherheitsstandards umsetzt oder wie man die dazu bringt? Vielleicht, ja, nächste Frage geht vielleicht in die Richtung. Ja, genau, und zwar geht es mir um DMARC. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich da ein völliger Rookie bin letztendlich. Ich mache einfach das, was mir da so gesagt wird, ich soll das mal machen. Dann habe ich das begonnen, bei verschiedenen Domains so einzurichten. Jetzt kriege ich einfach dauernd irgendwelche Mails, wo mir gesagt wird, da eben, was du da erklärt hast, dass da irgendjemand versucht, mit meinem E-Mail-Domain was zu tun. Aber was mache ich damit? Und ich habe dann gesehen, es gibt dann irgendwelche Dienste, wo ich eigentlich das auswerten kann, sind aber sauteuer, also kann man sich als KMU eigentlich nicht wirklich leisten. Frage mich da, auf der einen Seite, kann man das nicht ein bisschen besser lösen? Und vor allem, wäre das nicht etwas, was Switch uns eigentlich zur Verfügung stellen könnte? So ein Service, wo ich meine DMARC-Meldungen hinschicken kann und dann habe ich ein Dashboard und sehe, was da eigentlich läuft. Das Problem kann ich verstehen. Wir sind auch gerade bei DMARC einzuführen, haben DMARC im Logging-Modus und wir bekommen jede Menge Reports. Aus China vor allem, oder? Also bei mir war es so, dass vor allem chinesische Absender versuchen, da unsere Domainnamen zu nutzen. Also ist natürlich zuerst mal erschreckend, wenn man sieht, man publiziert einfach einen Rekord im Internet und auf einmal sieht man, mit dem eigenen Domainnamen werden pro Tag 1000, wenn nicht 10.000 Mails verschickt. Diese Meldungen kommen natürlich potenziell von Hunderten, wenn nicht von Tausenden E-Mail-Providern. Das heißt, ich werde damit geflutet. Auch wenn die meisten von Gmail oder von Google oder von Hotmail kommen, sind es doch viele, viele E-Mails. Und sie kommen in einem Format, das nicht einfach zu verarbeiten ist. Deshalb gibt es kommerzielle Dienste, wie du gesagt hast. Die kann man kaufen. Die Margen zum Beispiel ist für eine Domain frei. Das benutze ich für meine privaten Domains. Da gehen die Notification-E-Mails alle zu D-Margen, weil machen kann man ja sowieso nichts. Das Einzige, was ich sehen will, ist, wie ist das Verhalten? Ist es konstant oder geht es nach oben? Also gerade als Unternehmen kann ich dann natürlich sehr gut Spearphishing-Kampagnen oder sowas erkennen. Also wenn ich wirklich jemand habe, der in der Lage ist, sich diese Reports anzuschauen und dann zu handeln, dann ist das unter Umständen sehr, sehr wertvoll. Als Privatperson muss ich sagen, interessiert mich das nicht. Die gehen zu D-Margen und ich schaue mir jedes halbe Jahr mal die Statistik an und das war's. Sehr nützlich kann es allerdings sein, wenn man in einem komplexen Umfeld DMARC einführt und wissen möchte, habe ich vielleicht noch irgendwo Server stehen, die, für die ich keinen SPF-Rekord habe oder habe ich irgendwo noch einen Mail-Dienstleister, der Newsletter rausschickt, der keinen SPF-Rekord hat. Weil so Sachen sehe ich dann im DMARC-Report und kann die fixen, bevor ich von Monitoring auf Recheck gehe. Ja, noch die letzte Frage. Eine Frage eher aus dem privaten Bereich. In meinem privaten Umfeld die Beobachtung, dass die Nutzer, die bereit sind, verschlüsselte Mails zu empfangen und zu schreiben, eigentlich je länger, je weniger werden und von dem her so ein bisschen eine hypothetische Zaubersituation. Was würde so ein Zauberer machen müssen, um diese Situation den Gebrauch quasi von Verschlüsselung im privaten Mail zu fördern? Gut, ich denke, das Problem dort ist vor allem die Handhabung vom Schlüsselmaterial. Wo ist mein PGP-Schlüssel und was passiert, wenn ich meinen Computer verliere? Und spätestens, wenn das erste Mal passiert ist, hören die Leute auf, ihre E-Mails mit PGP zu verschlüsseln. Ich denke, da geht es wirklich um Usability. Und PEP versucht das ja mit Pretty Easy Privacy. Proton hat den Vorteil, dort liegt, also ein anderes Konzept, dort liegt der PGP-Schlüssel auf dem Server. Und ich brauche nur ein Passwort, um meinen PGP-Schlüssel zu entschlüsseln, damit meine Mails mit dem PGP-Schlüssel, der bei Proton liegt, wieder entschlüsselt werden. Da kann es nicht so leicht passieren, dass ich meinen PGP-Schlüssel verliere. Aber ich denke, wenn du das Passwort verlierst, dann hast du das gleiche Problem. Ja, dafür hat jemand, der mein Passwort kennt, auch ohne meinen Schlüssel Zugriff auf meine E-Mails. Es hat Vor- und Nachteile. Ich denke, der Key liegt dabei der Usability. Und da sehe ich schon, dass gerade große Unternehmen mehr und mehr S-Mail benutzen, weil
S-MIME ist recht einfach im Unternehmensumfeld auszurollen, gerade wenn ich eine kontrollierte Umgebung habe, wie Outlook. Da bekommt jeder Benutzer automatisch seinen Schlüssel in seinen Outlook-Client installiert und dann funktioniert das recht gut. Was die meisten nicht machen, ist, dass sie es zur Verschlüsselung benutzen. Ist auch eine Frage, sollte man das tun? Es ist schon viel gewonnen, wenn jeder ein S-MIME oder ein PGP-Key hätte und seine E-Mails zumindest signieren würde. Damit hat man mindestens die Information, wie man die Antwort dann auch verschlüsseln könnte, was ja schon ein ganz wichtiger erster Schritt ist. Ja, dann danke ich euch für eure interessanten Fragen und Michael für seinen noch viel interessanteren Vortrag und hoffe, dass ihr jetzt alle beginnt, einige dieser Sicherheitsstandards umzusetzen. Und wir sehen uns dann nach der Pause hier zum Thema Plattformregulierung. Danke vielmals, Michael.